Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living2Go. Heute stelle ich euch den Stellplatz Cerraco Campos vor. Liegt an der Playa de Cerraco. Seid gespannt. Ja, wenn ihr anfahrt, achtet am besten hier auf dieses große Motorhome, was die Straße deutlich überragt, ne, an so einem langen Pfahl. Ja, und dann fahrt ihr halt hier rein, habt ihr ja gesehen. Was ich euch aber noch kurz sagen wollte, die Straße runter hier, ach, ich sag mal 500 Meter, da ist gleich ein sehr, sehr gutes Edeka-Laden. Und ja, 100 Meter weiter dahinter ist dann gleich der riesengroße Sandstrand, also Kilometer lang. Wahnsinn. Links hier, wenn man hier so links schauen würde, Himmelsrichtung, da ist noch ein kleiner Stellplatz. Ist auch gut bewertet, aber ja, war mir ein bisschen zu eng da, zumindest was von außen zu sehen war. Deshalb bin ich hierhin gefahren. Wenn ich nochmal hier in der Ecke bin, gehe ich mal auf den anderen Platz. Aber jetzt bin ich erstmal hier. Ja, die Fähr- und Entsorgung findet gleich hier am Eingang statt. Ne, hier links fahrt ihr rein, rechts hier auf der roten Fläche könnt ihr euch entsorgen. Hier ist so der Einlass. Abwasser. Frischwasser könnt ihr hier zapfen, obwohl fast an jedem Platz ist auch nochmal ein Frischwasserhahn. Ja, und dann haben wir hier die Toilettenentsorgung. Ja, hier stehe ich mit meinem Schätzchen mal wieder unter Palmen. Ne? Finde ich klasse unter Palmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, schöner breiter Platz. Ja, 6 Meter halt, ne? Aber wirklich toll, so mit diesen kleinen Sträuchern hier. Ja, ist so ein bisschen abgetrennt, bisschen Intimität. Aber wie gesagt, so Palmen finde ich klasse. Ja, an jedem Platz gibt es natürlich auch Strom. Hier an so einer Säule brauche ich euch nicht weiter dazu zu sagen. Und es gibt auch Wasser. Da kann man also schön hier auch mal am Platz selber gleich Wasser tanken oder sich einfach mal zum Spülen was holen. Ja, der Platz ist relativ groß, sehr gepflegt. Die werben selber mit 3 Sterne Stellplatz. Also 3 Sterne mal locker. Ganz, ganz ordentlich. Sehr netter Empfang. Sehr zuvorkommend. Geleiten einen sogar zu seinem Platz. Also ja, ein Platz nach meinem Geschmack. Ich habe jetzt bezahlt, ja, ist glaube ich Vorsaison, rechnen die 17 Euro für eine Person, ein Wohnmobil, ein Wawa, inklusive Strom. Damit lässt sich leben. Ja, hier in diesem Gebäude-Area findet ihr alles, Dusche, Toilette, Rezeption, Bar, Swimmingpool, Waschmaschine und so weiter. Alles zentral. Ja, hier ist die Rezeption. Na, da hinten seht ihr auch den Plan von dem Stellplatz. Wenn ich es richtig sehe, sind hier 93 Plätze. Also im Hochsommer ist ja richtig was los. Ja, hier kann man natürlich auch seine Wäsche waschen. Ja, hier erstmal zum Spülen. Ist ja Männersache, ne? Im Camping sehe ich immer die Männer spülen. Also ich muss ja sowieso immer spülen selber. Ja, gibt es noch ein paar Bücher.
in verschiedensten Sprachen. Ja, und dann kann man hier Handwäsche machen. Also auch nicht so alte Dinger, ne? Die sind richtig super gepflegt und neu. Man kann seine Hemden hier bügeln. Ja, und dann hat man hier 3 Waschmaschinen und einen Trockner. Waschmaschinen kosten 4, der Trockner 3 Euro. Ja, für viele das Highlight an diesem Platz ist halt der Swimmingpool. Alles so ein kleiner Planschpool, ne? Auch alles sehr sauber, sehr ordentlich. Alles so ein bisschen im mexikanischen Stil gehalten. Die Palmen sind also echt, kein Plastik. Sehen aber so fast so aus, so perfekt. Ja, und hier kann man halt normal auf den Liegen liegen. Oder wie man das so aus tollen Hotels kennt. Echt klasse. Hier gibt es auch eine Bar, ne? Da kann man sich hier hinstellen, einen Drink nehmen, kleine Kleinigkeit essen oder sich hier draußen hinsetzen. Macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Leute sind alle nett und freundlich. Im Moment sind ja viele Spanier hier. Und da ist natürlich immer laut. Ist ja klar. Ja, also so links neben dem Pool gibt es so ein langes Gebäude. Der erste Eingang rechts. Ja. Mal zu den Hombres. Hier ist Toilette und Waschbecken. Sehr, upsa, Stufe hier. Sehr sauber, sehr ordentlich. Also, ich würde mal sagen, fast wie bei mir zu Hause. Handtuchspender, Abfalleimer, sehr ordentliche Waschbecken, großer Spiegel, Seifenspender und natürlich nochmal hier Heißluftgebläse. Ja, ein Stückchen weiter. Da gibt es die Duschen. Ja, guckt euch das an hier. Ist das nicht toll? Also hier kann man echt mit seiner Schrankwand einziehen. Das ist wirklich toll. Das ist toll gemacht. Schöner Stein. Schöne große Duschkabinen. Ja, auch kein Buzzer. Unten auch nochmal sehr schön gefliest. Es gibt 3 Kabinen hier. Ja, 4 sogar. Entschuldigung. Und nochmal 2 Waschbecken. Eine Bank mit ein paar Häkchen. Das soll man sich mal gucken. Da oben ist noch so ein Korb zum Ablegen. Na gut, immerhin. Ja, also das ist so mein Geschmack. Sorry. Wenn er euch so einen Roller leiht, das kostet 20 Euro pro Tag. Aber wie gesagt, die sind richtig klasse aus. Und auch groß genug, also nicht so kleine Möhren, auch nicht so abgewetzt. Große Scheibe davor, super. Gibt also auch so richtig große Plätze, ne? Also hier, keine Ahnung, hier geht mit Sicherheit so ein 10 Meter Wohnmobil, geht hier mal locker hin. Ja, warte, ich gehe noch einen Schritt zurück, da können wir noch besser sehen. Ja, also ich passe da auf jeden Fall 2-mal rein. Abends ist der Platz übrigens sehr dezent beleuchtet mit so kleinen LED-Lampen an jeder Palme. Das gibt ein schönes Licht. Also ohne, dass es jetzt so gleich so reinknallt. Ne? Manche haben ja so große Lampen. Da wird man ja blind. Ja, hier der Platz nochmal von der anderen Seite. Ja, also ich finde den super. Das ist ein Platz nach meinem Geschmack. Der hat ein exzellentes WLAN, also sehr schnell. Kann ich gut meine Videos uploaden.
Ich finde den Preis auch in Ordnung. Man kann ihn natürlich auch ohne Strom mieten. Müsst ihr einfach aktuell mal auf der Webseite schauen. Verlinke ich euch unterhalb des Videos. Ja, also der Platz macht mir richtig Spaß. Keine Ahnung, ob es euch auch genauso geht. Im Moment ist natürlich hier nicht viel los, was den Platz natürlich umso attraktiver macht, wenn hier, keine Ahnung, 95 Wohnmobile stehen, plus zwei Mann, plus Kinder und so weiter. Da ist natürlich hier schon deutlich mehr los. Wobei tagsüber sind die Leute natürlich am Strand und dann geht das hier auch. Es ist kein Campingplatz. Campingplätze haben ja häufig auch immer so Animationen, ne? Und dann ist natürlich auch mal viel Action, das ist hier nicht. Und das ist auch nicht zu erwarten. Also von daher super. Um sich wieder alles voll zu machen im Wohnmobil und einen schönen WLAN-Empfang zu haben, ist das genau richtig. Also ich finde den klasse. Ich hoffe, die Infos waren hilfreich für euch. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss.